und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mindfiction 2. Ich stelle mir direkt mal das Ührchen. Das Ührchen. Die letzte Folge hatten wir ja ein bisschen kürzer gehalten. So, 15 Minuten. Ich versuche die 15 Minuten auch diesmal einzuhalten. Genau, kürzer gehalten, weil ich mir vergessen habe, die Uhr zu stellen und ich wollte nicht überziehen. Deswegen haben wir dementsprechend ein bisschen eher aufgehört. Guck mal, da ist noch Zeug drin. Ich habe mir die Folge mal vorgenommen, hier meinen Kram auszusortieren. Denn ich habe hier Dinge drin, die ich nicht hier in meiner Kiste jetzt haben möchte. So, guck mal. Das packen wir jetzt erstmal gerade hier hin, das Weizen, weil das brauchen wir gleich. Da wollen wir Weizenballen draus machen. Guck mal, da sind Beeren drin. Hier oben waren doch noch... Kommt das rein? Da Fleisch. Kohle. Wo kommt Kohle rein? Kohle kommt wahrscheinlich einfach in den Ofen. Perfekt, guck mal, da sind noch Steinchen drin. Was ist hier? Wahrscheinlich wieder Müll, ne? Wir haben so viele Weizenkörnchen. Die braucht doch kein Mensch momentan. Gut. Erde. Hier oben ist Kies. Da ist Erde. Wahrscheinlich voll. Dann hatten wir hier nochmal Erde. Sand. Endlich mal wieder Sand. Hier kommt nur Bruchstein rein. Und hier kommt alles Mögliche rein an Bruchstein. Einmal Holz. Hier war Marbel drin. Ja, war. Guck mal, was hier wieder... Die Jungs wieder hier. Ich muss mal gerade was machen. Einfach nur so. Oh, ich wollte nicht groß schreiben. Ui, hi. Welch seltenes Gesicht. So. Limestone, da ist Limestone. Genau, das ist nämlich gedingster Stone. Zauberzeug, da hatten wir nämlich das drin. Äpfelchen. Und das war's auch schon. Eigentlich. War es das schon, ja. Tatsächlich. So, jetzt gucken wir aber mal hier alles einmal durch, denn ich kenne ja meine Schlawiner und hier fängt es schon an. Guckt euch mal die Kiste hier an. So, hier kommen nämlich nur die Rucksäcke rein. Erze. Die Pfeile waren doch hier irgendwo mit drin. Ne, guck mal, aber da können wir das Schwert mit reinpacken. Papier, wo waren denn Pfeile? Da waren Pfeile, da sind Pfeile. Ich habe das Gefühl, ich höre wieder Geister hier. Ich höre wieder Dinge, die ich nicht hören möchte. So, da waren Kartoffeln zum Anbauen, die packen wir mal damit rein. So, Werkzeuge. Guck mal, die Schaufel können wir eigentlich direkt behalten. So. Erde. Unmengen an Erde. Alles aus Stein. Bruchstein. Und Holz. Ich bin wieder fleißig, Leute. Ich bin fleißig. So, fertiges Essen. Kommen die Karotten rein. Grünzeug. Definitiv das hier. Und rohes Essen das hier. Hä, wo ist denn jetzt der Fisch hin? Ach da. Gut. Jetzt gehe ich alle Kisten durch tatsächlich. Und guck mal, ob irgendwas hier noch drin ist, was nicht passt. So eine Folge muss ab und zu mal sein. Genau, hier die Dinger holt sich Mr. Nightfox raus. Der ist ja da seine Figürchen. Taumiumscherbe. Okay. Hier waren Beeren drin. Das passt alles soweit. Wobei die Pilze gehören nicht da rein. Lohnruten wollte der Olli haben. Die packen wir dem Olli auch mal rüber. Dafür nehmen wir ihm mal den Fisch weg. Der traut sich nämlich nicht da dran zu gehen. Aber ich meine, wir benutzen es eh nicht. Dann soll er sich es auch nehmen, weil er braucht es jetzt.
Aktuell, so, die Äpfel können wir da reinpacken, weil wir sammeln eh immer neue Äpfel auf. So, Bücher, Sattelleinen. Da ist noch so Kram drin. So, Schokobo war ja sortiert. Sensbären, leer. So, das sind unsere Kisten. Ach, Olk hat auch wieder angefangen. Wie ihr seht, hier keine Ahnung, wem das alles ist. Ich denke mal, da hat sich irgendwer mal entleert. Das sieht mir eher nach Olli aus. Weil der baut ja mit diesen Dingern. Ich klaue mir mal hier Kram raus. Hier sieht es mir aber ziemlich dunkel aus. Ich kontrolliere das mal. Der ist aber ausgeleuchtet. Mit F7 kann man das ja nachgucken. So. Ne, hier ist alles okay. Das war der Schlüssel, der über war, ne? Das heißt hier Kohle und so ein Kram. Guck mal, das ist ein Taumium. So. Packen wir die Kohle mal da rein. Erzroh. Das heißt hier einmal das rein. Die da rein. Und das da rein. Perfekt. Juhu. So, dann können wir tatsächlich jetzt mal gucken, dass wir hier draußen noch Dings machen. Ich habe heute echt irgendwie so eine Taktik, ne? Ich habe ja sonst immer, werfe ich alles durcheinander. Und heute habe ich so eine richtige Taktik. Naja, wenn man es Taktik nennen kann, kann man auch nicht wirklich Taktik nennen. Das waren meine Dias. Gut, dann haben wir hier meine zwei Hammer. Den einen könnte ich mal wieder reparieren. Hier meine zwei Äxte, meine Schaufel, meine zwei Schwerter, mein Papier, mein Schüssel und noch sonstiges Zeug. Da gehen wir mal raus hier. In der Hoffnung, dass uns jetzt nichts ins Gesicht springt. Wobei ich andauernd so Spinnenfüße höre, aber ich glaube, das ist die Nightfox sein Viech da. Sein Krabbelfiech. Guck mal, der Chocobo ist groß geworden. Das heißt ja eigentlich im Großen und Ganzen, wir könnten mal gucken, ob der nochmal Lust hat, sich zu vermehren. Ja, das lohnt nicht. Dann laufe ich doch mal zurück gerade. Hey, hey, ho, hi, ho, hey, ho. Hey, ho. Nightfox hat sich geopfert, um die Bärenbüsche da zu holen, die Essenzbärenbüsche. Er hat sich geopfert für uns. Weil er ist dabei draufgegangen im Stream. Mal ist Gisel mit. Lass mal lecker essen. Hier sind noch keine Zombies mehr, seitdem, was ist das denn da? Okay. Seitdem ich da oben tatsächlich mal ausgeleuchtet habe, endlich. Und, ja, warum mein einer Kevin fehlt, weiß ich immer noch nicht, wo der hin ist. Man munkelt, dass er weggelaufen ist, weil er nichts zu essen bekommen hat. Nein, natürlich nicht. Also, jetzt zähmen wir den guten Kerl doch direkt mal. Blub, 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 blub. Jetzt gucken wir mal, ob der... Oh, schon wieder ein gelbes. Jetzt ist das wieder so die Phase, wo die gelben Schokobos wieder Überhand gewinnen, weißt du? Jetzt gucke ich mal, dass die alle wieder full life kriegen hier. Hat hier irgendwer nur noch wenig Leben? Du? Sonst haben wir eins auf die Mütze gekriegt. Und Tritt abbekommen. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Sonst irgendwelche Anfälligkeiten? Nee, ne? Gut. Ja, hätte ja sein können. So, genau. Hier wollten wir gucken, dass wir hier die Büsche weiterkriegen. Deswegen können wir die eigentlich einmal komplett abreißen hier. Ich nehme an, derjenige, der diese hier gepflanzt hat. Foxy! Fuxi, Fuxi, Fuxi.
Na, ist ihr lieber Mr. Nightfox, wundert euch nicht, warum da stand, früher bekannt als Mr. Smokey PvP. Er wurde gehackt und der Typ hat sich so umbenannt. War ganz lustig, als er auf einmal, ja, so ankam. Wir gehen mal gucken, wo er ist. Wo ist er denn? Foxy? Da. Hallo. Eierschlacht. Alter, er hat eine Deer-Chest. Freak! What the hell? Ja, ich habe ja schon gesagt, die Minions sind ja voll die Krüppel. So, genau, wir wollten weitermachen. Er ist da fleißig am Bauen. Lassen wir ihm mal Spaß so immer abwechseln, ne? Denn wir haben ja Blaubeeren noch zum Abwechseln. So. So, das muss eh weg. Packen wir die Fackeln einfach hier unten dran, oder? Ja, wurde ja hier auch gemacht. Da eine dran, fertig. Das können wir die Blaubeerenbüsche mal hier, die überall sind, abernten. Und wieder anpflanzen, quasi. Oh Gott. Wir verpissen uns direkt mal. Nestfluss in der Haus. Oh Gott. Frag direkt mal. Ob ich jetzt Angst haben muss oder direkt weiter ernten kann. Vielleicht sollte ich kampfbereit sein. Womit? Oh nein. Wie lange habe ich noch? Ich habe eh nur noch eine Minute. So, und die Minute, die haaren wir aus. Ah. Seht ihr ihn hier irgendwo? Oh Mann, die eine Folge hieß Angst vor Blocky, da hingen wir schon in der Ecke drinne. Und die Folge, die heißt dann Angst vor Nestflo. Na toll. So. Wir haben noch ein bisschen aus und ich kann ja vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Heute, wenn die Folge kommt, ich werde heute Abend auch ein bisschen streamen. Wahrscheinlich wieder um 18 Uhr, muss ich mal gucken, 18 bis 20 Uhr. Und morgen gibt es dann ganz normal das Stream-Update. Die kürzeste Folge von allen. Also eigentlich könnte ich mich sogar prügen gehen, aber das ist quasi, das ist so ein Schlag in den Nacken. Weil mein Schwert kriege ich eh wieder.
Das ist ja mit Soulbound, wenn ich sterbe. Das Einzige, was weg wäre, wäre die Rüstung. Ja gut, die könnte ich vorher ausziehen, da bin ich aber ein One-Hit. Bin ich so eigentlich auch. Da ist ja nichts drauf. Außer Magnetisierung. Oder hier. Ja, Haltbarkeit 2, ja gut. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. Hört ihr den Wecker? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, diesen Ton. Wir loggen uns aus und dann war's das. Schaut heute Abend beim Stream mit vorbei da. Auf Twitch heiße ich ganz normal auch Christina LP. Würde mich freuen und dann sehen wir uns morgen oder heute Abend beim Stream. Ciao!